Aktuell läuft noch die Basketball-Weltmeisterschaft, das bedeutet allerdings nicht, dass in der NBA komplette Funkstille herrscht. Denn vor wenigen Tagen bekamen wir die größten News seit einer relativ langen Zeit und das, obwohl es sich in Anführungszeichen nur um einen Minimum-Deal handelt. Es gibt allerdings zwei große Gründe, warum diese News so hohe Wellen geschlagen haben. Zum einen handelt es sich hier nicht um irgendeine Franchise, zum anderen auch nicht um den typischen Minimum-Spieler. Das Warten um Neuigkeiten bezüglich der Zukunft von Christian Wood hat endlich ein Ende. Laut ESPN würde sich den Los Angeles Lakers anschließen, Christian Wood in Hollywood also. Er wird einen Zweijahresvertrag in Kalifornien unterschreiben und versteckt den Frontcourt der Lake Show. Insgesamt sind es 5,7 Millionen US-Dollar über 2 Jahre, wobei ja 2 eine Spieleroption ist. Neben Anthony Davis und Jackson Hayes haben sich die Lakers nun also den Spieler gesichert, hinter dem sie schon so lange her sind und welcher auch schon seit Wochen mit ihnen in Verbindung gebracht wurde. Wood verbrachte seine letzte Saison in Dallas, nachdem diese im Juni 2022 einen Erstrundpick abgaben, um für den Big Man zu traden. Es zeichnete sich aber relativ schnell ab, dass Christian Wood keine Zukunft bei den Texanern haben würde und dass sich ihre Wege trennen werden. Wood kam meistens nur von der Bank für die Truppe von Jason Kidd, überzeugen konnte er selten und weder er noch die Mavs waren besonders daran interessiert, eine gemeinsame Lösung zu finden. Direkt nach Bekanntgabe verkündete Wood höchstpersönlich via Twitter, dass es schon immer sein großer Traum war, für die Lakers zu spielen. Also, was halten wir von dieser Verstärkung? Ist überhaupt eine Verstärkung? Ordnen wir den Christian Wood-Wechsel in den nächsten Minuten gemeinsam mal so ein bisschen ein. Gefallen euch meine Videos, dann lasst ja gerne ein Like und Abo da, aktiviert gerne die Glocke, so helft ihr mir, noch mehr basketballverrückte Leute mit meinen Videos zu erreichen. So Freunde, dann wollen wir mal und prinzipiell könnte man hier doch einfach sagen, was soll schon passieren? Die Lakers bekommen einen guten Spieler für wenig Wert, läuft es, dann behalten sie ihn, läuft es nicht, dann können sie ihn einfach wieder aus dem Kader cutten und waven, weil es ja auch nur ein Minimum-Deal war. Low Risk, High Reward, wenig Risiko, aber eine Menge Potenzial. Ich habe das eine Menge Leute sagen hören in den letzten Tagen und ganz ehrlich, auch wenn ich nicht unbedingt zustimme, ich verstehe, wo diese Leute herkommen. Denn auf dem Papier ist Christian Wood ein klar besserer Spieler als jemand, den man in der Regel für das Minimum bekommen würde. 17 Punkte pro Spiel in seiner Karriere, ein 38% Shooter von Downtown, ein ziemlich geskillter Big Man mit jeder Menge On-Ball Shot Creation, der einfach eine Menge Fähigkeiten mitbringt, die die meisten anderen Bigs nicht liefern können. Vor 3 Jahren legte er 21 Punkte pro Abend bei den Rockets auf und spielte den besten Ball seiner Karriere, zuerst im tödlichen Two-Man-Game mit James Harden, dann nach dessen Trade als primäre offensive Option. Immer ziemlich effizient unterwegs, ein guter Finisher am Rim, gut im Post, als klassischer Screen-and-Roll-Big-Man, aber auch sehr versiert im Face-Up-Game. Ich meine, wie viele andere Bigs in der Liga können solche Step-Back-Dreier einfach aussehen lassen oder Defender mühelos im 1 gegen 1 aus dem Dribbling schlagen? Die Skills sind da, wir reden hier über einen Stretch-Big-Man, welcher Spacing liefert und so in ziemlich jedes offensive System reinpasst. Die große Frage ist nun aber, warum hat so jemand keinen Markt gehabt in diesem Sommer, warum hatten Teams kein Interesse an ihm, warum wollten die Mavs ihn nicht mehr und warum ist so ein Spieler für das absolute NBA-Wertminimum zu haben? Und das bringt uns so ein bisschen zur großen Kehrseite der ziemlich glänzend scheinenden Medaille. Die Lakers werden Christian Woods 8. Team im 9. Jahr in der NBA, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Rockets sind bis heute die einzige Station des immer noch gerade einmal 27-Jährigen, wo er mehr als eine Saison verbrachte, überall sonst blieb er gerade einmal für maximal eine einzige Spielzeit. Los ging's in Philadelphia, dann weiter zu den Hornets, dann Milwaukee, die Pelicans, Detroit, Houston, Dallas und nun schließlich Hollywood. Christian Wood hält es nirgendwo lange aus und egal wo er ist, lange möchte man ihn dort nicht behalten. Es gibt immer wieder Probleme mit ihm, auf und speziell neben dem Parkett, seine Disziplin ist nicht wirklich da, wo sie bei einem NBA-Spieler sein sollte, ständig gibt's Stress, weirde Aussagen, öffentliches unnötiges Drama, Wood ist bekannt dafür, für schlechte Stimmung zu sorgen, wenn ihm etwas gegen den Strich geht. Die Rockets waren heilfroh, als man ihn nach 2 Jahren wieder loswerden konnte und dass man ihn in Dallas nicht behalten wollte, hatte nicht nur sportliche Gründe. Es sind die vielen passiv-aggressiven Aktionen, das Beschweren über seine Rolle, das zu große Ego und all diese Probleme immer wieder bei anderen zu suchen. Wood konnte es nicht mal lassen, in seinem längeren öffentlichen Statement gegen die Mavericks zu schießen, ich zitiere, nach dem, was Dallas gemacht hat. Niemand von uns ist nah genug an der Situation dran gewesen, um die Hintergründe zu kennen, keiner weiß, was da wirklich abging, aber so ein Satz am Ende, den man sich einfach nicht verkneifen konnte, zeigt, dass Wood sich nicht geändert hat und dass immer noch die anderen schuld sind. Wenn ein Spieler aber Jahr für Jahr das Team wechselt, muss man sich schon fragen, liegt es eher an den Teams oder vielleicht doch irgendwo auch ein bisschen an dem Spieler?
Und all das war ja auch nur einer der Gründe, warum ich mich mit Beginn der Free Agency gegen ein Christian Wood-Signing der Lakers ausgesprochen habe. Die Lakers lebten von ihrer überragenden Teamchemie im letzten Jahr nach der Deadline, davon, dass jeder seine Rolle kannte, akzeptierte und daran aufblühte. Jetzt jemanden ins Team reinzubringen, der die Teamchemie bei seinen bisherigen Stationen aktiv negativ beeinflusste, ich weiß ja nicht, ob das die beste Entscheidung ist. Wood hat nie gezeigt, dass er sich unterordnen kann, vollkommen in den Dienst der Mannschaft, dass er cool damit ist, von der Bank zu kommen, wenn es das ist, was das Team von ihm braucht. Er wollte immer seine Touches, seine Würfe, seine große Rolle und seinen Respekt. Es kann sein, dass es in LA alles anders sein wird, aber das wäre doch das erste Mal, zumal Wood eben auch für einen größeren Vertrag im Sommer 2024 spielt. Und der spielerische Fit ist halt eben auch gar nicht mal so perfekt, wie einige Lakers-Fans ihn darstellen, leider. Gerade am defensiven Ende ist Christian Wood nämlich eine massive Schwachstelle, einer der schlechtesten defensiven Center im Game. Er hat kein Verständnis von Team-Defense und seiner Rolle darin, er kann nicht weit weg vom Korb verteidigen, muss mit Blocks seine Fehler ausbügeln, ist aber als Shotblocker nicht gut genug, um das dann auch erfolgreich zu machen. Er ist nicht mobil, er ist nicht reaktionsschnell, hat langsame Füße, sein Einsatz lässt zu wünschen übrig, ich könnte das alles noch viel weiter ausführen. Natürlich könnte man jetzt sagen, bla bla bla, er hat noch nie mit einem so starken defensiven Big wie Anthony Davis zusammengespielt, jetzt wird alles anders, aber wir wissen mittlerweile, was Wood für ein Spieler ist und wo seine Stärken und Schwächen liegen, da wird sich leider nicht mehr so viel ändern. Und gerade wenn seine Ankunft bedeutet, dass Davis weniger auf der 5 spielt, schadet das halt auch dem Team, da Davis auf der Center-Position mit Abstand am besten aufgehoben ist. Und darum finde ich halt nicht, dass seine Verpflichtung wirklich so frei von Risiko ist, wie hier immer getan wird, denn was passiert, wenn er die Stimmung im Team runterzieht, wenn er sein Ego nicht unter Kontrolle hat, wenn er defensiv abkackt und dann auch dafür sorgt, dass AD nicht mehr auf der Position so viel spielt, wo er letztes Jahr den besten Ball und die beste Defense seines Lebens gespielt hat. Und dieses ja, man kann ja auch einfach wieder abgeben, wenn es nicht funktioniert, ist auch immer einfacher als gesagt, denn wir sind ja nicht bei NBA 2K. Die Lakers hatten in den letzten Jahren genug Spieler, die offensichtlich dem Team nicht mehr gut taten und trotzdem wurden diese nie gewaved. Es wurde immer lange an Spielern festgehalten, die einfach nicht reinpassten, Wood wäre dann nicht der Erste. Es gibt sicherlich eine Upside, er bringt Skills mit, er kann funktionieren, im Best Case bekommt LA ja einen mega geskillten Big Man, welcher ihnen deutlich mehr Variabilität im Frontcourt gibt und gut an die Seite von James und Davis passt. Aber das wäre dann eben auch der Best Case, es gibt halt auch andere Szenarien. Ich hätte ihn nicht geholt, ich finde nicht, dass die Lakers ihn brauchen, ich finde auch nicht, dass ihm hier ein riesiger Stil gelungen ist oder einer der besten Moves der Offseason. Ich persönlich bleibe weiterhin mega skeptisch, will aber auch nicht ausschließen, dass es durchaus funktionieren kann. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr von der Verpflichtung haltet, danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.